In Duisburg sind 7 Menschen an nur einem Tag infolge einer Corona-Infektion verstorben. Damit sind bislang 192 Duisburger gestorben, die zuvor positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Das Gesundheitsamt meldete zudem innerhalb eines Tages 177 neue Infektionen. In Summe haben sich damit seit Ausbruch der Pandemie rund 11.400 Personen im Stadtgebiet infiziert. Knapp 1.200 Duisburger gelten als akut infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz in Duisburg ist weiter hoch und liegt aktuell bei 220,6. Die Stadt hat damit die zweithöchste 7-Tage-Inzidenz in NRW nach Solingen. In Nordrhein-Westfalen soll es ab Ende des kommenden Jahres ein landesweites E-Ticket geben. Damit müssen Bus- und Bahnfahrer keine Anschlusstickets mehr kaufen, wenn sie die Grenzen eines regionalen Verkehrsverbundes überqueren. Die Verkehrsverbünde haben sich auf einen sogenannten E-Tarif geeinigt. Damit lässt sich per App landesweit mit dem Zug fahren. Der Nutzer löst das Ticket mit seinem Smartphone beim Einsteigen. Berechnet wird der Preis nach dem Aussteigen mit einem Grundpreis und den Luftlinienkilometern zwischen Start und Ziel. Das Land fördert das Projekt mit 100 Millionen Euro bis 2031. Die versenkbaren Anti-Terror-Poller, die Duisburger Innenstadt schützen sollen, sind aktuell außer Betrieb. Laut der Stadt Duisburg sind dafür technische Mängel verantwortlich. Die Steuertechnik, mit der die Poller hoch und runter gefahren werden können, müsse noch verbessert werden. Bis Weihnachten solle das Problem gelöst werden. Seit dem Beschluss zur Installation der Polleranlage in 2017 hatte es immer wieder technische Probleme gegeben. Nach Angaben der Stadt Duisburg haben sich die geplanten Kosten deshalb mehr als verdreifacht. Die Anlage kostet bislang insgesamt 2,5 Millionen Euro. Im Kreis Wesel sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen die häufigste Todesursache. Nach aktuellen Zahlen des Statistischen Landesamtes NRW starben 2019 im Kreis Wesel über 1.700 Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das entspricht 31,2% aller Todesfälle. Die häufigste Herz-Kreislauf-Erkrankung ist die koronare Herzkrankheit, bei der es zu einer mangelnden Durchblutung des Herzens kommt. Im schlimmsten Fall führt sie zum Herzinfarkt. Die Stadt Duisburg unterstützt Gastronomen in der Corona-Krise. Dazu setzt sie weiter die Sondernutzungsgebühren aus. Bis Ende Juni 2021 müssen Gastronomen also keine Extragebühren für ihre Außengastronomie zahlen. Die Gebühr fällt an, wenn öffentliche Flächen, Plätze, Straßen oder Gehwege für die Außengastronomie, Baustellen oder andere Nutzung in Anspruch genommen werden. Bereits im Mai wurden Duisburger Gastronomen die Gebühren für Tische und Stühle im Freien erlassen. Eine Autofahrerin ist am Mittwochmorgen aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Gegen 8.30 Uhr fuhr die 41-Jährige zuvor über die Straße am Zentralfriedhof in Friemersheim. Zeugen hatten das Fahrzeug am Straßenrand gesehen und die Rettungskräfte gerufen. Sanitäter brachten die Duisburgerin ins Krankenhaus. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sollen sich telefonisch bei der Polizei melden. Grau und oft nass ging es heute in Duisburg durch den Donnerstag. Der Freitag kann am Morgen auch noch vereinzelt mit leichten Schauern beginnen. Nach einer kurzen sonnigen Phase übernehmen die Wolken den Rest des Tages. Das Thermometer schafft es auf maximal 8 Grad. Am Samstag wird es pünktlich zum Wochenende deutlich freundlicher. Die Wolken lockern auf und wir bekommen den ganzen Tag viel Sonne. Dazu bleibt es trocken bei Höchstwerten von 6 Grad. Am Sonntag zeigt sich der Himmel insgesamt schon wieder bedeckter. Die Sonne hat es deutlich schwerer. Gegen Abend steigt auch das Regenrisiko. Die Werte bewegen sich zwischen 1 und 4 Grad. Der Verkehr bei Studio 47 wird Ihnen präsentiert von Ihrem Subaru-Autohaus Wingenta in Neumühl. Autofahrer aufgepasst, die Duisburger Ordnungshüter blitzen morgen wieder fleißig. Unter anderem auf der Kommandantenstraße in Neudorf Süd und auf der Dammstraße in Ruhrort. Baustellen behindern dazu zum Beispiel in Meiderich die freie Fahrt. Hier ist die Paul-Bäumer-Straße im Einmündungsbereich zur Bürgermeister-Pütz-Straße vollgesperrt. Sie wird damit von der Siegfriedstraße kommend zur Sackgasse. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis zum 21. Dezember dauern.
Und in der Altstadt gibt es Einschränkungen auf der Unterstraße. Die ist aktuell zur Einbahnstraße in Fahrtrichtung Schwanenstraße umfunktioniert. Ab dem 10. Dezember soll der Weg hier wieder komplett frei sein. Studio 47 wünscht eine angenehme Fahrt.